Heute geht es mal wieder um das Thema Facebook-Ads. Und wie viele gemerkt haben, so auch ich, ist bei Facebook-Ads halt das große Problem, dass man öfter mal einfach gekickt wird. Dass entweder die Anzeige deaktiviert wird oder das komplette Konto oder sogar das Business-Konto oder sogar das komplette Profil mitgelöscht wird. Und das liegt halt an vielen Positionen bei Facebook. Und in diesem Video soll es darum gehen, dass die ganzen Parameter, die dazu führen, dass man halt nicht bei Facebook gesperrt wird, dass die Anzeigen halt weiterlaufen, die möchte ich heute mal ein bisschen aufdröseln. Ich habe mich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt, das heißt ein bisschen, einige Tage recherchiert und auch einiges ausprobiert in der letzten Zeit. Und das soll jetzt sozusagen die Zusammenfassung sein von allen Möglichkeiten, die du nutzen kannst, damit deine Werbung auf Facebook nicht mehr gesperrt wird, beziehungsweise auch nicht geblockt wird. Klar kann ich es nicht versprechen, dass alles funktioniert, gerade wenn man bei exotischen Produkten oder wie Facebook es nennt, verbotene Produkte, wenn man die mit reinnimmt, besteht zwar die Möglichkeit, dass es immer irgendwie funktioniert, aber ich kann es halt auch nicht versprechen. Von daher, vielleicht wären es auch einfach mehrere Videos, wo ich einige Themen oder einige Punkte da gerne aufzählen möchte. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es gibt eine Formel bei Facebook, die sehr wichtig ist für das Ausspielen der Werbung. Zum einen hin, ob die Werbung öfter ausgespielt wird und leichtfüßiger ausgespielt wird und du damit weniger Geld ausgibst, um mehr Kunden und Leads einzusammeln. Zum anderen ist es aber auch so, dass genau dieser Faktor, diese Erfolgsformel dazu führt, dass Werbeanzeigen eher gesperrt werden oder nicht gesperrt werden. Und das ist auch genau dieser Faktor, wo wir halt öfter mal nicht mit klarkommen, wo wir merken, manchmal läuft die Anzeige erst, auch Monat, 2 Monate oder vielleicht nur 2 Wochen und dann wird sie auf einmal gesperrt. Diese Erfolgsformel heißt einfach niedrige Bounce-Rate mal hohe Klickrate. Die beiden Parameter sind so unglaublich wichtig, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, weil auch bei mir geht es ja erst darum, okay, wie hoch ist die Conversion Rate? Also wie viel bezahle ich pro einen Kunden oder für eine E-Mail-Adresse? Und das war für mich immer so das Wichtigste. Aber für Facebook ist es halt ein bisschen anders. Da ist zum einen wichtig, wie hoch ist die Klickrate. Sprich, umso höher die Klickrate ist, umso mehr Personen, die diese Werbeanzeige sehen, klicken auch darauf, finden das also interessant, was wiederum Facebook den Parameter oder den in den Algorithmus einfließend bestätigen lässt, dass diese Werbung gut ist, dass diese Werbung für diese Person angenehm ist und sie gar gerne raufklicken wollen. Während wenn man das Ganze andersrum macht, beziehungsweise einfach Scheißwerbung für die unrelevanten Kunden ausspielt, dann wird die natürlich immer teurer zum einen, aber Facebook sagt auch irgendwann, nee, unsere Kunden sind da sehr unzufrieden, unsere Besucher, wir wollen den weghaben und dann wird das einfach mal deaktiviert auch manchmal. Auch ohne einen angegebenen Grund. Also manchmal kann es auch einfach sein, dass Facebook etwas deaktiviert, ohne dass es wirklich gegen die Richtlinien verstößt, aber sie sagen es dann trotzdem. Und das war zum einen die Klickrate, die versucht werden sollte, so hoch wie möglich zu halten. Und das ist auch für deine Werbung dann einfach sehr elementar wichtig. Umso höher die Klickrate ist, umso besser, umso mehr wirst du einfach Profit machen, beziehungsweise umso mehr Kunden wirst du generieren mit weniger Investitionen in Facebook. Der zweite Faktor ist die Bounce-Rate. Bounce bedeutet, dass ein Kunde oder ein Besucher von Facebook auf deine Werbung klickt und dann von der Webseite so abgeschreckt ist, dass er da gleich wieder wegklickt. Und im schlimmsten ist dieser Bounce für Facebook, wenn der Besucher darauf klickt und dann komplett weg rausklickt. Also erstmal aus deiner Werbung rausklickt und auch gleich aus Facebook rausklickt. Denn dann bedeutet das für den Facebook-Algorithmus, dass wir den Kunden nicht nur von uns abgeschreckt haben, sondern auch von Facebook. Und das ist so, dass der Worst Case für Facebook selbst, dass sie die Community mit immer mehr abschreckender Werbung verlieren. Denn was bringt es, wenn sie viel Geld mit Werbung verdienen, aber die ganzen Kunden der Kunden, also die Kunden derjenigen, die das Geld bringen, also wir Online-Marketer, wenn die sozusagen deren Kunden und deren Community abschrecken. Und deswegen ist diese Bounce-Rate so wichtig und ich hätte das vorher auch gar nicht so gedacht.
Von daher sollte es dir wichtig sein, diese Bounce-Rate so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, deine Werbung, die du ausstrahlst, sollte erstmal zu 4 Klicks führen auf der einen Seite, aber auch diese Klicks, die du generierst, die sollten auch relevant zu deiner Werbung sein, zu deiner Webseite. Das heißt, jeder, der da klickt, sollte auch genau das bekommen, was er erwartet. Und das geht in die entgegengesetzte Richtung der sogenannten Clickbaits, was man ja öfter mal auf YouTube sieht, ne? Dass man auf irgendwas raufklickt und dann ist das völlig was anderes oder genau das Gegenteil, was man nicht sehen möchte. Und das hat halt Facebook ganz stark in ihrem Algorithmus drin. Wenn sie abgeschreckt werden von der Werbung, dann klicken sie nicht nur von deiner Webseite weg, sondern oftmals auch von Facebook. Und das zieht dazu, dass erstmal deine Werbung teurer wird. Und wenn das aber verhäuft vorkommt und gehäuft vorkommt und auch noch sehr oft, also nicht nur gehäuft, sondern auch noch durchgängig kommt, dann entscheidet Facebook auch öfter mal, okay, diese Werbung kommt weg, die wollen wir nicht mehr sehen hier und deaktiviert einfach deine Werbung. Und wenn du das öfter machst mit allen deinen Werbungen, dann deaktiviert Facebook auch gerne mal dein komplettes Konto. Ist scheiße, ist nicht unbedingt rechtens, aber dass du das für dein Mindset auch so ein bisschen festhältst, okay, für alle meine Werbeanzeigen muss ich auf der einen Seite eine hohe Klickrate haben, auf der anderen Seite eine niedrige Bounce-Rate. So, das war der Punkt Nummer 1, diese Erfolgsformel.